Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten 3 um 8. Mein Name ist Claudia Kascheda, du bist hier im Abenteuer Homeoffice bei mir. Ja, und ich freue mich total, dass die Premiere jetzt endlich stattfindet. Vorige Woche hat mich die Grippe da niedergerafft. Und darum beantworte ich die 3 Fragen zu dem Thema Zeitblöcken erst heute. Ja, gleich einmal das Wichtigste vorweg vielleicht in Sachen Zeitblöcken. Zeitblöcke, die haben nicht direkt irgendetwas mit euren Aufgaben zu tun, beziehungsweise mit euren To-Dos zu tun. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Was sind Zeitblöcke? Ja, das sind Blöcke von Stunden oder Minuten, die du dir für einen bestimmten Bereich deines Homeoffice, deines Business reservierst, und zwar am Kalender reservierst, ja. Und darum ist es so wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, dass die Zeitblöcke was mit Kalender zu tun haben und nicht unbedingt mit den Aufgaben zu tun haben. Vielleicht einfacher zu erklären anhand eines Beispiels, ja. Wenn ich sage, ich arbeite gerade am Projekt A, dann möchte ich in der nächsten Woche gewisse Zeit, vielleicht insgesamt 5 Stunden an diesem Projekt arbeiten, ja. Und damit ich das kann, damit ich mir die Woche also nicht zerbrösel sozusagen und überhaupt die Möglichkeit habe, an diesem Projekt A zu arbeiten, reserviere ich mir einen Zeitblock mit 2 Stunden und einen Zeitblock mit 3 Stunden, ohne wirklich exakt zu wissen, was ich in diesen 2 Stunden oder 3 Stunden überhaupt machen werde. Also kein direkter Bezug zu den Aufgaben. Und das ist auch der größte Fehler, den die meisten machen, die beginnen mit Zeitblöcken zu arbeiten, dass sie sich eintragen in den Kalender von 9 Uhr bis 9:30 Uhr schreibe ich eine E-Mail. Ja? Und von 9:30 Uhr bis 9:45 Uhr mache ich dann irgendetwas anderes. Das sind keine Zeitblöcke, das sind Aufgaben. Ja? Die 3 Fragen, die mir immer wieder gestellt werden zu Zeitblöcken, sind erstens einmal, wie lang soll so ein Zeitblock sein? Zeitblock ist vorbei, den ich geplant habe, Arbeit ist aber nicht fertig, die ich geplant hatte. Was tust du dann? Und das Dritte, was tust du, wenn irgendwas dazwischen kommt? Und das kann ja immer wieder passieren. So, und die eine Antwort, die im Prinzip für alle 3 Fragen gilt, aber natürlich sehr unbefriedigend ist, ist, es kommt drauf an. Fangen wir an, wie lang soll so ein Zeitblock sein? Kommt drauf an, was du innerhalb dieses Zeitblocks vorhast. Ja? Also ich sage jetzt mal, sich jeden Tag einen Zeitblock 2 Stunden lang für Administration einzuplanen, das finde ich persönlich also sehr unproduktiv. Ja? Was will ich 2 Stunden pro Tag an Administration in meinem Business machen? Wenn das notwendig wäre, dann wäre da irgendwas schon vorneweg falsch gelaufen. Ja? Aber wenn es darum geht, dass ich sage, ich möchte an einem Projekt arbeiten, einen Online-Kurs entwickeln zum Beispiel, dann ist 1 Stunde höchstwahrscheinlich zu wenig. Ja, weil in dem Moment, wo ich mich reingedacht habe, ist der Zeitblock schon wieder vorbei und ich muss schon wieder raushupfen. Ja, also wenn es um Projektarbeit geht zum Beispiel, dann arbeite ich mindestens 2 Stunden an einem Projekt, manchmal sogar einen ganzen Tag. Da wird halt der ganze Tag blockiert für dieses Projekt. Und dann erst schaue ich, wenn der Zeitblock auf mich zukommt, was ist denn innerhalb dieses Projekts jetzt zu tun? Ja, darum eben diese Trennung. Zweite Frage, Zeitblock ist vorbei, die Arbeit ist nicht fertig, was tust du? Das kommt auch wieder darauf an, was das für ein Zeitblock ist, ja, beziehungsweise was steckt denn hinter diesem Arbeit ist nicht fertig? Wenn ihr sagt, ich brauche noch 10 Minuten, um diese E-Mail fertig zu schreiben in der E-Mail-Sequenz, die ich jetzt gerade als Projekt bearbeite, dann würde ich sagen, bitte mach die fertig, ja, weil du bist jetzt mitten im Thema drinnen. Und wenn du da jetzt sagst, nee, Zeitblock ist um, Timer hat geläutet, ich mache jetzt ganz was anderes, dann ist das kontraproduktiv. Wenn das allerdings eben ein Zeitblock für Projekte ist und du sagst, ich hätte jetzt noch für 1, 2 Stunden auf jeden Fall was auf meiner To-Do-Liste für dieses Projekt. Dann würde ich sagen, schau mal, wann ist der nächste Projektblock eingeplant, also der Zeitblock für Projekte eingeplant? Reicht das nicht, das dann an diesem Zeitblock zu machen? Ja? Also das hat dann unter Umständen keinen Sinn, alles über den Haufen zu werfen. Und so, Handy hätten wir abdrehen sollen.
alles über den Haufen zu werfen und die weiterführende oder den restlichen Tag anders zu verbringen. Ja, es kommt immer darauf an. Wenn du einen Eindruck hast, der nächste Zeitblock ist zum Beispiel ein Administrationszeitblock und der ist nicht so wichtig und du bist jetzt gerade so super toll drinnen in diesem Projekt, ja, dann mach einfach weiter, ne? Also bei den Zeitblöcken geht es wirklich nur darum, dass ich sage, ich blockiere mir einen gewissen Zeitraum für eine gewisse Art von Tätigkeiten und du hast dann immer noch die freie Wahl zu sagen, nee, ich mache da jetzt weiter oder ich höre auch früher auf. Ja, vielleicht läuft es gerade nicht so gut oder es ist das, was ich mir vorgenommen habe, fertig. Dann ist einfach der Zeitblock vorbei. Ja? Und die letzte Frage ist, was tust du, wenn etwas dazwischen kommt? Kommt wieder drauf an. Du wirst es schon ahnen. Das kommt erstens darauf an, was dazwischen kommt. Zweitens darauf an, was habt ihr geplant in diesem Zeitblock? Ja? Wie wichtig ist das? Nicht, vielleicht sogar, wie dringend ist das? Über das Thema wichtig, dringend könnten wir auch einmal ein 3 um 8 machen, fällt mir gerade ein, werde ich dann aufschreiben. Ich versuche dort einzusteigen, wo ich wieder einsteigen kann. Ja? Großer Fehler ist es, zu versuchen, das, was jetzt diese Unterbrechung an Zeit gekostet hat, nehmen wir mal an, Stunde verloren durch irgendetwas anderes, das dann wieder reinzuquetschen. Ja? Und das führt auf jeden Fall dazu, dass eben gequetscht wird. Gequetscht ist Druck, gequetscht ist unangenehm und da kommt meistens dabei nichts raus. Das heißt, wenn ich um 10 am Vormittag in irgendeinem Zeitblock gestört werde und um 11 kann ich wieder einsteigen in meine Arbeit, dann beginne ich dort, was ich um 11 geplant habe. Ja, und wenn das ein anderer Zeitblock ist, ist das einfach ein anderer Zeitblock. Oder zweite Möglichkeit, um 11 Uhr stelle ich fest, okay, da habe ich mir jetzt einen Zeitblock eingeplant, der nicht so wichtig ist, dann streiche ich den und mache einfach dort weiter, wo ich aufgehört habe. Also ihr seht schon, es ist relativ individuell. Wichtig finde ich nur, dass man immer im Hinterkopf behält, man kann nichts reinquetschen, erstens, ja, und zweitens, es ist eure Entscheidung, wie ihr dann mit der Zeit weiter umgeht, ja. Da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern gibt es ein Hinspüren und ein Beobachten, was wird mir jetzt gut tun. Und wo ist auch meine Energie? Ist die überhaupt noch vorhanden, dass ich da wieder einsteige, zum Beispiel in diesen Projektzeitblock? Das würde ich sagen, behaltet es einmal im Hinterkopf, wenn ihr mit Zeitblöcken beginnt zu arbeiten. Ja, das waren sie auch schon, die drei Antworten. Ich versuche dieses Format jetzt möglichst kurz, knapp, knackig zu halten. Selber schaue ich auch keine stundenlangen Videos. Und darum, würde ich sagen, dieser kurze Impuls einmal in der Woche hilft euch hoffentlich auch weiter und führt auch dazu, dass ihr euch es wirklich anschaut und zu Herzen nehmt. Eine kleine Ankündigung noch: Am 11. März beginnt meine Home Sweet Office Challenge wieder. Wie immer mit 5 Tagen Coworking, virtuellen Coworking von 9 bis 13 Uhr und diesmal auch mit ein paar frischen Inhalten. Das heißt, wenn ihr schon mal dabei wart bei der Home Sweet Office Challenge, dann zahlt sich es auf jeden Fall aus, wieder mitzumachen. Ich setze den Link zum Anmelden dann hier in den Kommentar und das Video. Wie gesagt, wir starten am 11. März für eine Woche. Ja, Woche, nächste Woche. Was machen wir nächste Woche? 3 um 8. Da beantworte ich 3 Fragen zum Thema Unterbrechungen und die haben wir ja heute schon ein bisschen angeteasert. Da geht es dann tiefer in 3 Fragen, die mir immer wieder zum Thema Unterbrechungen gestellt werden. Zum Beispiel, was gibt es denn für Tools, die mich unterstützen dabei, nicht auf Unterbrechungen zu reagieren oder da nicht reinzuplumpsen. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen supi-dupi Freitag und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns hier um 8 Uhr wiedersehen. Also bis dann, ciao.